Schön, ja, vielen, also erstmal vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde und ich bin hier 2 Monate auf einer Residenz im Museumsquartier und heute ziemlich verkatert. Also seht mir nach, wenn ich vielleicht ein bisschen langsamer rede im Vergleich zu und ich versuche mich zu konzentrieren, ja. Pretty Good Privacy haben wir es genannt, weil es einfach so ein schöner Titel ist. Das ist, ich muss dazu sagen, ich bin hier eingeladen worden, überhaupt in dieser Ausstellung Shaping Democracy was zu machen. Und das ist eine alte Idee, die wir schon mal bei der Berlin Biennale hatten, wo du brauchst halt quasi dafür ein Museum, das direkt neben dem Parlament ist, sodass man einen Fußweg von 10 Minuten hat und sagen kann, okay, wir generieren Schlüssel. Das ist eben das, was wir gemacht haben. Wir haben für alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier Schlüssel erstellt. Also sie generiert privaten Public und Private Key und dann die Public Keys hochgeladen auf den MIT-Server und hier. Und wenn ihr auf diese Webseite GVKeys geht, dann seht ihr eben alle E-Mail-Adressen, die so sozusagen schön aufgelistet sind. Und die gab es, glaube ich, so, meine Abgeordneten.at gibt es, aber da sind die nicht alle drauf. Und da habe ich eben noch ein bisschen recherchiert. Und die tut eben so ein bisschen offiziell. Und dann haben wir eben noch eine kleine Mail rausgeschickt. Ich gehe aber noch ein bisschen zurück, weil es ja Kunst ist, haben wir auch den privaten Schlüssel von Kickl, Sobotka und Van der Bellen mit sich selbst verschlüsselt und dann auf so Leinwänden eben im Siebdruck erstellt. Das sind also sozusagen, das ist der verschlüsselte Key und das ist dann so schön auf Leinwand, da seht ihr gleich noch Bilder. Und dann haben wir eben diese Dezernatsabteilung für E-Mail-Verschlüsselungsangelegenheiten mit der Ausgabesektion von privaten PDP-Schlüssel für Parlamentarierinnen mit den Öffnungszeiten und eine IT-Hotline eröffnet im Museumsquartier, was überhaupt gar keinen Sinn macht, aber das ist eben der Ort, den wir hatten und der ist eben direkt neben dem Parlament und damit hat man so den juristischen Schutz, ne? Also Kunst als brennende Barrikaden im juristischen System und eben mit möglichst, also wir haben uns orientiert an so trashigen Design von Behörden. Und unten, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber da unten steht halt auch noch, bitte bringen Sie Ihren Personal, also nur gegen Vorlage des Personalausweises. Und dann ist das da beim Freiraum Q21 diese Dezernatsabteilung. Also das ist nicht so ganz schlüssig, aber man probiert es mal und die Hoffnung war bei 271 Leuten, also Bundesrat, Nationalrat und so BVTlern, für die wir das dann auch noch sozusagen bei der Gelegenheit gemacht haben, dass sich ja irgendwer melden wird. Und tatsächlich hat sich da relativ schnell, also direkt bei der ersten zwischen 11 und 12 um 11:15 Uhr klingelte mein Handy. Und also wir haben natürlich dann auch diese Hotline hier. Achso, das sind noch die Bilder, die Prints, die wir gemacht haben, die kann man kaufen, damit refinanzieren wir das Projekt und die Hälfte geht an Epicenter Works, damit das auch politisch was bringt, ne, was wir machen. Aber das ist sozusagen natürlich eine symbolische Aktion. Also jetzt, ich habe erwartet, dass die CCC-Welt natürlich sagen wird, aber das macht doch technisch gar keinen Sinn und warum machst du das denn und so weiter. Und das ist, also, da hat jeder auch seine Rolle gespielt, das ist super, das hat mich sehr gefreut, aber es ist vor allem der Versuch, etwas in die Welt zu setzen und zu schauen, was dann passiert. Und für mich ist es so ein bisschen das Experiment, ja, wie funktioniert die österreichische Politik, wie funktionieren die österreichischen Medien und das konnte ich da jetzt so ganz schön mal testen. Achso, das ist nochmal so eine Nahaufnahme von diesem Print. Das kann man auf den Bildern leider nicht gut sehen. Die sind in der Ausstellung und es gibt auch noch eine Galerieeröffnung. Achso, dann habe ich diese Behörde eröffnet mit einem Nadeldrucker. Ich habe dann, der Aufruf war quasi, die haben alle eine Mail bekommen, dass die kommen sollten. Achso, das ist Martin Leier. Ist Martin Leier hier? Du bist Martin. Also Martin war einer der aktivsten Leute auf Twitter, die sozusagen ganz, ganz viel auch dazu kommentiert haben und auch einen Blogpost gemacht hat. Und also Respekt, wie detailliert du dir das angeguckt hast, fand ich super. Bis in die Lizenzen von den PDFs und so und also wirklich gut recherchiert. Und das ist sozusagen auch die zu erwartende Reaktion aus dieser CCC-Welt, sage ich jetzt mal. Und auch hier, da sieht man,
wie wir das signiert haben, natürlich sozusagen Republik Österreich mit Caps, ja, also so haben wir das dann signiert, offizieller Schlüssel der Republik Österreich. Und dann noch eine Mail rausgeschickt an alle von diesem Dezernat, der Dezernatsabteilung für E-Mail-Verschlüsselungsangelegenheiten und dringend bitte das abholen. Und dann kam eben auch relativ bald jemand vorbei. Ach so, kann man auch Audio hier anmachen? Eigentlich? Unity wäre es gerade, ne? Ja, dann mache ich das so. Ich kann auch. Keine Ahnung, ob das gehen wird. Ja, machen wir an. Und. Ja. Na, hier unten. Ah, warte, wo ist denn die Maus hin? Hier. Jetzt geht nicht mehr. Es ist weg. Hier. Das ist Michael Bernhard von der FPÖ. Der ist dann auch brav gekommen und hat seinen Personalausweis mir vorgelegt. Den habe ich überprüft. Im Ernst. Und dann habe ich ihm sein Piki-Piki ausgedruckt. Nicht von den Neos, nein, nicht der von den Neos. Das ist ein sozusagen totaler Hinterbänkler, ein Bundesrat aus Niederösterreichisch. Ja, habe ich extra dafür wachsen lassen. Ja. Also der hat es so gesucht und so, und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen, das ist im Museumsquartier, es ist eine komische Location, aber das ist alles, hat seine Ordnung. Und damit hat er das dann auch akzeptiert, ja. Und auch, dass jemand sich vor ihn stellt und ihn dabei die ganze Zeit filmt, wie er sein Pidgey-Peaky abholt. Und dass er mich nicht getrollt hat. Also wie der hinterher so 5 Minuten lang vor dem Blatt stand und sich gefragt hat, was das jetzt wohl war. Das, der hat. Der hat mich nicht getan. Also es gibt immer noch Anrufe regelmäßig von Leuten, die halt einfach sagen: Ja, okay, können wir noch einen Termin machen? Nächste Woche vielleicht? Dann sage ich immer: Ja, Freitag, den 13. können wir das gerne machen. Wer wir eine Fortbildung haben, bis dahin. So, da ist der PGP-Key, Personalausweis, Pass zurück. Und der wird jetzt ausgedruckt. Der Nadeldrucker hatte da irgendwie noch nicht funktioniert. Der hat so geklemmt, deswegen habe ich das dann anderen Ersatzdrucker gemacht. Der soll den halt abtippen und dann. Ja. Hä? Vielleicht hat das. Vielleicht, wer weiß. Also ich habe gesagt, gehen Sie damit zur IT-Abteilung und die kümmern sich dann um den Rest. Genau. So far, so good. Dann heute Morgen kam dann die Meldung, dass der BVT, da unten finde ich, die Zeile finde ich verschwindend, ermittelt jetzt gegen ein Kunstprojekt im Parlament. Also nachdem die sich gegen Nazis eingesetzt haben und die FPÖ dann alle Festplatten weggenommen haben, kann ich verstehen, dass sie jetzt eher Kunst im Parlament jagen. Als leider ist das Bild da abgeschnitten. Ich ziehe euch das mal nochmal so als normales Bild rüber. Hier unten ist nämlich die Begründung ganz schön. Das Parlament sei eine sensible Infrastruktur und deswegen jagen die jetzt die Kunst dort, also beziehungsweise das, was wir da gemacht haben. Und ich habe die natürlich dann, also wir haben die dann eingeladen und gesagt, dann kommen Sie doch vorbei, kommen Sie heute Abend vorbei. Ich weiß, ist hier irgendwer vom BVT da? Ist irgendwer gekommen? Also wenn, dann können Sie auch hinterher unauffällig auf mich zukommen. Und das Codewort ist Mate oder so.
Also das gab dann, die Spanien hat dann darüber berichtet, so mit Austria, ich weiß auch nicht, was die, wie oft die über Austria berichten, aber dann haben wir dann, weil die diese Kunst im Parlament ja jagen wollten, haben wir dann nochmal Kunst im Parlament ausgehangen und haben das dann, diese Dinger da überall verteilt. Bei Sobotka auf dem Tisch auch sozusagen, damit die, also die das Logo ist nicht dasselbe, ne? Das, genau, so. That's it. Aber das war sozusagen eine Tour de Force dadurch. Als kleine Aufgabe für euch, was ich noch gern machen würde, was wir nicht mehr hingekriegt haben. Also ich habe das de facto, es haben ein paar Leute mitgeholfen, großartigerweise sich stundenlang hingesetzt und ein bisschen noch so rumgetüftelt. Da vielen Dank an die Person, falls sie das hier irgendwo hört. Und Layout und Druck und so, das war wirklich super aufwendig. Aber das war eigentlich ein ganz kleines Team. Also ich habe die meiste Arbeit davon alleine gemacht und deswegen haben wir es sozusagen als Experiment mal durchgezogen. Und es ist, wie gesagt, eine symbolische Aktion. Also es ist der Spaß und ich freue mich sehr, dass ihr gelacht habt. Das ist halt da. Aber eben um in diese ganze Geschichte reinzuhacken von BVT-Affäre, von Überwachungspaket, von damit die FPÖ einfach mehr, und ihr habt jetzt auch ganz viele verschlüsselte Nachrichten bekommen. Kai, du hattest mir eine Nachricht geschickt, es sind wohl auch schon verschlüsselte E-Mails angekommen, oder? Willst du kurz sagen, wer du bist? Ja, ich bin der Kai dran, ich arbeite für eine grüne Bundesrätin aus Wien und ich habe gestern ein E-Mail gekriegt, ein verschlüsseltes, wo drauf gestanden ist, BVD-Skandal, also irgendwie eine, wie fehlt das Wort? PGP-verschlüsselte E-Mail? Ja, es war eine PGP-verschlüsselte E-Mail quasi mit irgendwie einem Skandal, der was noch nicht irgendwie aufgedeckt worden ist, aber ich habe es noch nicht entschlüsselt, weil sie den Schlüssel noch nicht geholt hat. Dann macht sie morgen. Ja, super. Super, morgen ist aber, es ist nur noch, glaube ich, ein... Von 10 bis 12, ne? Eine Stunde noch, ne? Super. Zwei, also Entschuldigung, ich bin wie gesagt Hangover. 2 Stunden. Ja. Super, also dann freue ich mich, euch das morgen auszudrucken und auch ordentlich mit dem Drucker, 50 Dezibel. Aber ja, also soweit erstmal dazu. Die Aufgabe an euch, was ich mir wünschen würde, ich würde gerne mit ASCII-Art erstellen, indem wir alle, mit allen privaten Schlüssel alle Schlüssel nochmal signieren und dann quasi ASCII-Art als Signatur entsteht. Also wenn irgendwer Spaß daran hat, das müsste ja theoretisch funktionieren, dass man sozusagen, wir haben ja alle privaten Schlüssel noch, bevor wir sie ausdrucken. Und dann könnte man ja theoretisch die alle miteinander signieren. Also, wer da Lust hat, sowas zu skripten, kann sich gerne bei mir melden. Oder? Macht das Sinn? Ist das? Naja. Dann kann man bei MIT eben dann draufklicken und dann sieht man da rechts sozusagen so eine ASCII-Art-Geschichte. CIA owns you oder so. Und dann, naja. Also unzensuriert, es hat halt ganz viele Geschichten über uns schon geschrieben, dass wir von der CIA und von den Zionisten, um Europa zu destabilisieren und so. Und das Parlament hat auch schon über Peng diskutiert, ob wir Schlepper sind und also... So, aber das ist ja auch das Spiel. Vielen Dank und Fragen bitte. Danke, Jean. Danke, Jean. Gibt es Fragen? Evan. Also ja, weil es ja schon mal angesprochen worden ist, es ist ja technisch nicht ganz sinnvoll, wenn der private Key auf einem fremden Rechner produziert wird, aber was ich ganz interessant daran finde, ist, dass jetzt wahrscheinlich Abgeordnete verschlüsselte Mails bekommen. Und das heißt, sie müssen sich einmal damit beschäftigen, dorthin gehen, damit sie den widerrufen können. Und dann haben sie sich damit beschäftigt und können selbst einen generieren. Ganz genau. Also im Idealfall wenn die dich abholen, dann, also, ne? Und abtippen oder eben einlesen. So. Aber, sage ich das jetzt? Ich weiß auch nicht. Kannst du mal kurz nicht zuhören? Und also, die kommt morgen, ja, versprochen. Also, wenn die nicht kommen, also es ist schön, wenn die kommt, ja. Wäre schade, wenn dann und sich aber einen eigenen erstellen und dann schicke ich ihnen auch ihren privaten dann zu. Ja, das ist, also dann können die ihn revozieren, dann verschlüssel ich mit ihrem eigenen den privaten nur zum revozieren und dann können die das
Also ich werde da jetzt nicht noch monatelang mich in dieses Kabuff setzen, bis auch der Letzte sich sein Key abgeholt hat. Und ich will so fair sein, dass sie die dann auch revozieren können. Aber das machen wir quasi sukzessive und ist auch, ich glaube, keine Parlamentarier gucken diesen Stream, oder? Also, außer jetzt. Das BVD bestimmt und das hilft sich ja ganz gerne. Ja, genau. Martin. Servus. Zwei kurze Fragen. Hast du schon einmal jemanden versucht, PGP beizubringen? Ich weiß, ja, du bist sehr frustriert. Ja. Du hast gerade dafür gesorgt, dass es in Österreich unglaublich schwer wird. Du hast uns gerade unglaublich viel Arbeit gemacht und unglaublich viel Aufwand generiert. Wenn du jetzt das Beispiel nimmst von der grünen Abgeordneten, das ist noch managebar. Aber die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt diesen Key benutzen, um ihr was zu schicken, wie willst du denen erklären, dass der Key keine gute Idee ist? Ja, also das war eine ganz, ganz beschienene Idee. Ich bin unglaublich grantig deswegen. Ja, ich weiß. Ich habe die letzten, weißt du, wie viele Menschen ich versucht habe, in den letzten Jahren PGP beizubringen, wie schwierig das ist, den Leuten beizubringen, einen privaten Key nicht öffentlich zu machen. Es ist wirklich schwierig. Dankeschön. Die zweite Frage, hast du von dem FPÖ-Abgeordneten die Erlaubnis, dass du das Video zeigst? So recht am eigenen Bild und so? Ja, auch Person des öffentlichen Interesses ist schön und gut, aber eigentlich solltest du da einen Schrieb haben, dass er damit einverstanden ist, dass das veröffentlicht wird. Ansonsten hat er sonst dann eine Aufgabe, das noch aus dem Recording rauszuschneiden, würde ich sagen. Ja. Nee, also ich denke, dass... Genau, ich gehe mal ziemlich fest davon aus, dass es eine Person des öffentlichen Rechtes ist und dass das deswegen okay ist. Ja, wenn das nicht so ist, ich meine, lass uns ihn zusammen anschreiben, ihn fragen, was er davon hält, wenn dir das wichtig ist. Das können wir gerne machen. Aber im Prinzip, ja, ich weiß, du bist sehr, sehr frustriert und das ist, glaube ich, sozusagen diese Crypto-Party-Frage und wie kann man es den Leuten erklären und diese wirklich nicht intuitive PGP-Geschichte, es hört ja nicht dort auf. Also ich denke, es sollte über PGP hinaus, was ja auch keine umfassende Lösung ist, sollte Festplattenverschlüsselung, sollte Metadaten, Anonymisierung und all sowas Standard werden. Und das ist eine riesige Frage, wie man sowas in einem parlamentarischen System schaffen kann und wie man sozusagen da Kommunikationswege schaffen kann, dass sowohl Bürgerinnen und Bürger sich wenden können an die an die gewählten Vertreterinnen. Und ich denke da an Fälle, wenn ich irgendwo einen Korruptionsskandal von meinem Bürgermeister mitkriege und ich möchte da vertraulich an die Person schreiben, die mich vertritt, ja? Also wie mache ich das dann? Ich glaube, dass mir ihr habt sehr viel zu besprechen, aber genau. Das ist was, das wir sowieso jetzt im Stream auch nicht machen. Also ich schätze auf jeden Fall sehr, dass du da so viel Zeit dir dafür genommen hast, das alles aufzuschreiben, so viel zu twittern dazu und lass uns gerne da nachher drüber reden. Ja, das finde ich gut. Weitere Fragen? Ich sehe da Herbert. Nur ganz kurz, jetzt muss ich aufpassen wegen der Rückkopplung, danke schon. Es ist ja so, dass man eben pro Person nur einen Schlüssel eigentlich machen kann. Hast du vorher überprüft, ob die Abgeordneten nicht vielleicht schon einen Schlüssel haben? Es gab haben? Einen gab es, das ist der David Stuckmüller, so. Und von dem habe ich natürlich keinen hochgeladen. Also der ist auch der Einzige, der verschlüsselte E-Mails, ich weiß, dass manche Leute jetzt verschlüsselte E-Mails denen schreiben, du hast ja auch schon eine bekommen. Also frag ihn mal, was da drin steht, das wird dieselbe sein. Ja, die anderen kannst du jetzt zum Martin Leider zur Nachschulung schicken. Habt ihr noch Fragen? Gut, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ja. Dann nochmal, danke Jean. Achso, wenn ich sage, ist am 13. jetzt von diesen Bildern. Da werde ich ein bisschen mehr noch zu Peng generell erzählen. Ja? Also wenn ihr kommen wollt, sehr gerne bei modulart.at, da findet ihr die Adresse dann. Wunderbar. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank.